So, hallo und herzlich willkommen im Schlechtwetter-Pavillon, dem schönen Schlechtwetter-Pavillon mit Aussicht auf, ja, die sind immer deutlich, weniger deutlich, die Berge gerade. Ja, wie auch immer, für diejenigen, die mir schon lange folgen, wird das vielleicht jetzt ein kleines bisschen Wiederholung sein, aber ich mache ja zu Lieblingsausrüstung, die ich lange Jahre in Verwendung habe, irgendwann immer eine Langzeit-Review. Also sag euch mal, nach wirklich ein paar Jahren der intensiven oder zumindest der langen Benutzung, was ich von einem einzelnen Ausrüstungsgegenstand halte. Und da wäre jetzt dran, inzwischen so langsam, ne, auch wenn ich ihn schon ein paar Mal erwähnt habe, das ist ja bei allen Langzeit-Reviews so, dass man die natürlich schon mal irgendwo bei mir gesehen hat, weil sie werden ja benutzt. Dieser Beutel, das ist ein besonders formschöner Beutel, sehr leicht, so ohne Inhalt. Der Soto Windmaster, ne? Das ist dieses Ding im nicht ausgeklappten Zustand. Das ist damit auch das Packmaß. Theoretisch kann man hier oben das ganze Gewimsel hier noch abmachen. Damit kann man das Packmaß dann noch weiter reduzieren. Ich mach das mal und krieg's dann hinterher wahrscheinlich nicht mehr zusammen. Also könnt ihr mich dann gleich auslachen. Beziehungsweise, wenn ich es dann schaffe. Seht ihr, ich schaff's noch nicht mal. Ich weiß auch nicht, warum man das kann. Ach so, ja doch, jetzt fällt es mal wieder ein. Es gibt theoretisch noch einen anderen Aufsatz. Der hier hat ja, wenn man die Füßchen ausklappt, klappen wir mal die Füßchen aus, einen relativ breiten, eine breite Standfläche. Für was Kleines wie eine Tasse ist das eigentlich zu breit. Und man könnte im Prinzip ein bisschen Gewicht sparen, wenn man gar nicht so was Breites draufstellen möchte, indem man hier einen anderen Kopf drauf macht, der dann halt eben nicht so breit ist und wo dann halt nur eine Tasse drauf passt, was einem ja egal sein kann, wenn man nichts anderes als eine Tasse dabei hat. Also ich spare mir jetzt das Abnehmen von dem Ding, weil ich krieg's dann hinterher nur wieder nicht drauf und ist nur peinlich. Und ich sage euch einfach, dass es geht. Dann ist, wie gesagt, das Packmaß noch ein bisschen kleiner. Für wen auch immer das interessant ist, weil so riesig ist dieser Gegenstand jetzt auch wieder nicht. Besteht bauteiltechnisch eben aus diesen Füßchen, ja? Die quietschen inzwischen ein winziges kleines bisschen, völlig egal, funktioniert ansonsten alles noch einwandfrei, hat ein gewisses Spiel, hier wackelt es zum Beispiel ein winzig kleines bisschen, aber das ist scheißegal, das merkst du überhaupt nicht, das hat keinerlei funktionelle Einschränkungen irgendeiner Art, der ist inzwischen auch etwas schwärzer, als er vielleicht im ausgelieferten Zustand dann mal gewesen ist und hat halt, und das ist eben das Besondere, eben am Windmaster, das Ding hier in der Mitte, das ist quasi ein Kelch. Das ist also nach unten hin vertieft, in die Mitte rein vertieft. Und dadurch sind die Flammen alle so in einem leichten Winkel zur Mitte hin ausgerichtet. Also die Jets, die hier verbaut sind, wo dann das Gas durchkommt und diese kleinen blauen Flämmchen bildet, zeige ich euch nachher dann natürlich auch im brennenden Zustand. Ja, und die sind, wie gesagt, alle so ein bisschen in die Mitte zentriert. Wir haben also eine starke Temperaturfixierung wirklich in die Mitte. Das kann manchmal, wenn man Titangeschirr verwendet, was ich heute auch vorhabe, dazu führen, dass man in der Mitte vom Topf einen sehr heißen Punkt bekommt und drumherum wird es dann signifikant kühler und gerade bei einem eher schlecht wärmeleitenden Metall, wie zum Beispiel Titan, kann das bei krassen Kochvorgängen, ja, krassen Kochvorhaben so dazu führen, dass es halt in der Mitte anbrennt und außen drumherum noch nicht. Und das ist bei diesem Kocher vielleicht ein bisschen intensiver als bei Kochern, die nicht so sehr die Jets dann noch außerdem noch in die Mitte fixiert haben. Andererseits, viele andere Gaskocher haben hier eine viel, viel kleinere Brennerfläche, dass die also, da kommen ohnehin nur ganz wenige Jets rauskommen. Und wenn da nur wenige Jets rauskommen, bei viel Leistung pro Jet, hast du in der Mitte auch eine zentrale Fixierung von sehr viel Energie auf kleiner Fläche und es kann dir wiederum auch wunderbar Zeug im Titangeschirr anbrennen. Mir ist einmal habe ich fast einen Topf ruiniert, den ich zu früh schlicht und ergreifend aufs Feuer gestellt, also auf die Flamme gestellt habe. Das ist ein Fehler, den ich teilweise selber predige, werde ich auch gleich nochmal tun, dass man das niemals machen soll, aber im Eifer des Gefechts, wenn du irgendwann mal völlig fertig bist mit der Welt und nur noch was zu essen haben möchtest und einfach mal nicht dran denkst
Und dann kann man sich tatsächlich eben wegen dieser, unter anderem auch wegen dieser Fixierung auf die Mitte vom Topf, wo das dann super, super schnell super heiß wird, gerade wenn im Topf nichts drin ist, ne, kann man sich den Topfboden bzw. den Topf fast schon durchbrennen. Also das ist möglich, Titangeschirr auf dem Wege kaputt zu machen. Mit Spiritus geht das nicht. Spiritus hat nicht genug Power, das kriegst du nicht hin. Mit Gas- oder Benzinkochern geht das theoretisch. Insbesondere wenn sie viel Power haben und der Windmaster hat sehr viel Watt. Weil eben viele Jets, ne, damit auch vergleichsweise breit gebaut, da kommt schon einiges an Gas pro Zeit durch und damit eben auch viel Flamme und damit hat er halt entsprechend viel Watt. Ich weiß nicht mehr auswendig wie viel, ich meine mindestens 2700, aber ich lese es nochmal nach. Ja, hier unten dieses Loch, diese löchrige Angelegenheit ist die Sauerstoffzufuhr, damit eben für das Gas, also das Gas schießt hier schon durch diesen Bereich. Aber es muss ja ein Luft-Gas-Gemisch sein, was hier verbrannt wird. Und daher saust da eben noch zusätzlich dann jede Menge Luft von der Seite rein. Und wir haben eben die ideale Luft-Gas-Mischung für eine gute Verbrennung. Also soweit ich das verstanden habe, wer das besser weiß, ne, das ist ja eine technische Fragestellung, dann wie man so einen Kocher baut, da habe ich ja keinen Schimmer von. Aber hier ist da noch so ein kleines bronzenes Röhrchen drin. Ich hoffe, man sieht das hin und wieder, wenn ich das jetzt hier so drehe. Und soweit ich das verstanden habe, geht ein Teil vom Gas durch dieses Röhrchen und kommt direkt oben, also pur sozusagen raus. Und ein Teil vom Gas wirklich hier eben durch diesen von da einfach durch die Luft sozusagen, um nach oben zu schießen und hier eben als Gas-Luft-Gemisch Luft aufzunehmen. Aber wie gesagt, nur soweit ich das verstanden habe, wer das besser weiß, mag mich bitte gerne korrigieren. So, der Kocher ist sehr fein justierbar, hat hier erstens diesen schönen ausklappbaren und schönen wieder einklappbaren. Macht Spaß, da ein bisschen rumzuspielen. Da muss man nicht lange rumfriemeln und gucken, oh, passt das? Habe ich es jetzt richtig gedreht, dass ich das überhaupt wieder vernünftig zukriege? Wenn der Kocher ausgedreht ist, also man wirklich quasi bis zum Ende dreht, dass er maximal zu ist, soll man nicht machen, das kann sich verklemmen. Dann dreht man noch mal einen Millimeter zurück, damit es sich eben nicht verklemmt. Und dann ist er genau in der richtigen Position von der Klammer her, um wunderbar zugeklappt zu werden. Oder so rum. Zack, zack. Macht einfach Spaß. Ich finde, an solchen Details merkt man ein Stück weit Verarbeitungsqualität. Die ist hier herausragend, absolut. Ja? Und die Schraube hier ist sehr fein justierbar, muss man wissen. Zeige ich euch nachher nochmal wenn das Ding drin ist, dann dreht sie sich jetzt ganz langsam rein, während man sie aufschraubt. Und ungefähr jetzt würde erst Gas entweichen. Das heißt, es gibt circa 2,5 Umdrehungen, die man machen muss, bevor hier überhaupt das Ding so weit offen ist, dass Gas entweicht. Das ist nochmal als zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, so habe ich mir das zumindest mal erklären lassen, gedacht, damit eben nicht sofort Gas rauskommt, sobald man hier ein bisschen dreht, man schnell Gasverluste bekommt oder man das Ding einfach hinstellt und vergisst ganz zuzuschrauben. Und dann geht halt eben einem das Gas verloren und auf Tour hat man irgendwann kein Gas mehr und das wäre doch sehr schade. Daher finde ich das eigentlich ganz gut, dass es eben diese 2,5 Sicherheitsumdrehungen sozusagen noch braucht. Danach, nachdem man circa 2,5 Mal umdreht hat, ist er wirklich super fein justierbar und die Flammengröße kannst du wirklich super fein einstellen. Das ist gerade für Leute, die genau die richtige Temperatur im Topf haben wollen, weil sie ein bisschen was Ambitionierteres kochen, ist das eine hervorragende Eigenschaft. Ich kenne persönlich keinen Kocher, der so schön fein justierbar ist wie der. Jetzt habe ich auch nicht 8000 Gaskocher durchprobiert, ne, aber ein paar schon. Und das ist beim Windmaster wirklich sensationell. Vielleicht sind ein paar andere ganz, 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 ganz nah dran. Ganz nah dran, ja, aber schon, es ist auf jeden Fall so toll, dass man auf keinen Fall meckern könnte und sagen könnte, oh, ich will das aber noch feiner justieren können. Das ist Quatsch, ne? Also am Küchenherd kriegt man das auch nicht genauer hin. Schon gar nicht. Wir haben so ein Ceranfeld-Gedöns von 1 bis 9. Da kriegst du es erst recht nicht feiner justiert. Also hier stufenlos verstellbar. Also für filigranes Kochen eigentlich fast besser als der Härteheim für uns. Ja, jetzt ist hier unten drunter noch dieses Dingelchen, dieses Bauteil mit dem roten Knopf. Das ist eine Piezo-Zündung. Vielleicht spricht man die auch irgendwie anders aus, aber ich habe mich damit angefreundet, das Ding halt so zu nennen. Wenn du das Knöpfchen drückst,
dann kommt hier oben aus diesen Nopselchen, hier diesen kleinen Zapfen sozusagen, ein winzig kleines Blitzlein, also ein kleiner Elektroschock, der, wenn dann hier jetzt Gas ausströmt, dieses dann eben entzündet. Das hat bei den, oh Gott, keine Ahnung wie vielen Kochvorgängen, hat das einmal nicht funktioniert. Da musste ich wirklich dann mit Feuerzeug, Feuerstreichhölzer, was weiß ich, keine Ahnung mehr, was ich da genommen habe, aber musste mit irgendwas anderem mithelfen. Und zwar, weil ich den Kocher im Regen stehen hatte, also aufgeschraubt auf die Gaskartusche, und dann den Morgenkaffee sozusagen für meine Frau zubereiten wollte, und dann war er halt nass und dann klappt das natürlich nicht. Ein zweites Mal habe ich ihn aufgeschraubt, als ich gerade im Regen stand und habe gedacht, ich kann im Regen das Ding jetzt schnell anzünden, was auch funktioniert mit einer offenen Flamme, mit Feuerzeug, Streichholz etc. Feierstil von mir aus, aber nicht mehr mit der Piezo-Zündung, sobald ein paar Tropfen Regen draufkommen. Also der Kocher muss trocken sein und im Trockenen stehen, wenn man ihn mit der Piezo-Zündung anzünden möchte. Ansonsten hat sie immer einwandfrei funktioniert. Und ich glaube, mir hat mal jemand erzählt, es könnte, wäre möglich, ich weiß nicht, ob man das Blitzchen sieht, es ist jedenfalls da, aber es ist aber nur sehr, sehr klein. Mir hat mal jemand erzählt, es wäre möglich, dass hier irgendwann eine Batterie leer geht oder irgendwie sowas. Kann ich nichts zu sagen, Details. Ich vermute, dass die Energie für den Funken durch das Klicken, das ist ein Knopf mit einem gewissen Widerstand, man muss damit relativ viel Kraft draufdrücken, damit das funktioniert. Und meine Theorie ist, dass die Kraft beim Klicken, das ist ja bei den Piezo-Feuerzeugen auch so, dass du damit relativ kräftig draufdrücken musst, dass diese Energie dann auch schon ausreicht, um die kleines bisschen Energie, die dieser Funken hat, zu erzeugen. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie leer gehen kann. Wenn ja, dann ist es bisher halt eben nicht der Fall. So, das eine Verschleißteil, was der Kocher hat, beziehungsweise die zwei, sind der innere Dichtungsring und der äußere Dichtungsring. Je nachdem, wen man fragt, soll man die hin und wieder mal nachfetten? Habe ich noch nie gemacht. Sehe auch irgendwo noch nicht die Notwendigkeit. Aber, und da ist ein Kritikpunkt angemessen, er hat bisher immer tadellos funktioniert auf den fetten Gaskartuschen, die sind wenn ich sie nicht tragen muss oder nicht weit tragen muss, nehme ich am liebsten die großen, die haben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Gas ist ja inzwischen nicht gerade super günstig, ne? Und wenn ich die nicht verwende, dann nehme ich meistens die mittleren und nur ganz selten die kleinen, also die 100 Gramm Gaskartuschen. Die 100 Gramm Gaskartuschen, die passen hier nicht immer ganz gut drauf. Da muss man manchmal ein kleines bisschen hin und her schrauben und ein bisschen gucken, dass das dann gut sitzt. Und ich bin mir auch manchmal, je nach Kartuschensorte, nicht ganz, ganz sicher, ob die absolut dicht sitzen und nicht vielleicht doch nebendran ein kleines bisschen Gas entweicht. Funktioniert hat es immer, also es hat noch nie eine Situation gegeben, wo ich nicht kochen konnte. Aber gefühlt sitzt da irgendwie auf den größeren Kartuschen besser. Das kann eigentlich nicht sein, weil die alle ein genormtes Gewindegedöns haben und eigentlich alle genau gleich sein sollten vom Gewindegedöns. Das ist ein Fachbegriff. Und daher hat mich das ein wenig überrascht. Aber vielleicht ist es winzige Ungenauigkeit beim Bau oder mein Dichtungsring hat sich irgendwie verformt oder ich habe ein bisschen aus Versehen mal irgendwann am Dichtungsring rumgespielt. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber das wäre ein Kritikpunkt. Ja? Also optimales Funktionieren mit jeder erdenklichen Gaskartusche könnte man sich schon wünschen. Wer auch so ein Teil besitzt und zufällig weiß, ob das mit 100 Gramm Gaskartuschen völlig einwandfrei funktioniert oder ihr das auch schon mal beobachtet habt, was ich gerade beschrieben habe, dann schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare. Das hilft, denke ich, jedem, der möglicherweise so ein Teil haben möchte, dann auch weiter. So, aufschrauben, ganz einfach, draufbauen, draufstecken, schrauben und irgendwann sitzt es fest. Darf schon ordentlich festsitzen, meiner Erfahrung nach. So, und wenn man jetzt noch die Füßchen wieder ausklappt, das sollte man natürlich tun, bevor man ihn anzündet, sonst werden sie heiß. Das ist aber kein Fehler, das ist halt einfach dann Dummheit des Benutzers. Das Problem sitzt vor dem Bildschirm, so nach dem Motto. Und dann mache ich immer eine Umdrehung, zwei Umdrehungen und dann, bis man Gas hört und Piezo-Zündung drücken, ne? Tja, Vorführeffekt. Jetzt. Manchmal muss man ein paar Mal drücken, aber funktioniert hat sie, wie gesagt, bisher immer.
Häufig nach 2-3 Mal drücken, manchmal auch noch schon nach einem, aber immer irgendwie. So, und jetzt versucht mal von der Ferne hier reinzugucken. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Man muss da näher ran, das will ich mit der Kamera aus nachvollziehbaren Gründen wahrscheinlich nicht. Dass man dann sehen kann, dass die Jets eben leicht nach innen gesetzt, gerichtet sind. Aber ich will das jetzt wirklich nicht zu sehr den Strahl sozusagen in Richtung Kamera halten. Ist Mikro super leise. Das ist für mich auch nochmal ein Grund, weshalb ich den so liebe. Ist der leiseste Gaskocher, den ich persönlich kenne. Es mag leisere geben, dann kenne ich sie nicht. Wir machen mal volle Kanne. Das ist jetzt Volllast. Das hört man schon, aber man hat überhaupt kein Problem, auch mich hinten dran noch zu verstehen. Man kann da nebenbei intelligente Gespräche führen. Ist also wirklich kein Problem. Und tatsächliche Gebrauchslautstärke für die allermeisten Kochvorgänge ist ungefähr so. Also so kommst du normalerweise völlig zu deinem heißen Wasser oder was immer du haben möchtest. Oder einfach ein bisschen geköchelt und so weiter und so fort. Das ist also überhaupt kein Problem. Lautstärke nahezu nicht vorhanden. Spirituskocher sind noch ein bisschen flüsterleise, aber wenn man ihn wirklich nur auf dem Level verwendet, würde ich behaupten, ist der Stealth Camping tauglich. Zumal er auch im Dunkeln kaum leuchtet. Da leuchtet ein Spirituskocher ein kleines bisschen mehr. Wenn man also wirklich absolute Lichtdisziplin einhalten möchte und halt im Dunkeln sich sein Wasser heiß machen will, was gefährlich ist und eine dumme Idee, aber wer das aus irgendwelchen Gründen möchte, dafür wäre der Kocher theoretisch auch geeignet. Ne? Mach mal wieder aus, weil Gas ist teuer. So, funktioniert also alles wirklich tippitoppi. Auf Besonderheiten von Gaskochern allgemein muss ich jetzt nicht eingehen. Und gerade eben wegen der feinen Regulierbarkeit, möchte ich behaupten, kann man sich da auch in Titangeschirr trotzdem was brutzeln, beispielsweise, ohne dass da was anbrennt. Jetzt ist das natürlich nicht irgendein Titangeschirr und das wollte ich euch bei der Gelegenheit einfach auch mal kurz gezeigt haben. Das ist eine wirklich furchtbar leichte, die wie gar nichts, ich weiß nicht genau wie viel, Titan-Ultraleichtpfanne mit Beschichtung, ja, glänzt hier schön und ist gerade wegen der Beschichtung einer der wenigen Gegenstände aus Titan, mit denen man auch vernünftig was brutzeln kann, weil normalerweise eben in Titangeschirr eben sehr schnell mal was anbrennt. Bin inzwischen ein großer Fan dieser Pfanne, die ist von Boundless Voyage. Wie die jetzt genau heißt, kann ich euch gerade nicht sagen, aber wenn man bei Boundless Voyage sucht und so eine Pfanne mit Anti-Haft-Beschichtung findet, dann ja. Ne? Die kommt zusammen mit so einem Säckchen zur Aufbewahrung. Das ist immer gut, wenn sie dann ein bisschen grusig unten irgendwann mal werden. Das sollte mit Gas wenig bis gar nicht passieren. Hin und wieder habe ich so einen Hauch von Rußbildung, auch in Gas. Ist zwar nicht viel, aber ist ein ganz winzig bisschen Ruß drin. Und das kann dann mal, wenn man ganz oft mit einem Kochgeschirr, hier nicht, das habe ich noch nicht so oft benutzt, aber wenn man ganz oft mit einem Kochgeschirr auf Gas gekocht hat, irgendwann kann man dann ein ganz kleines bisschen Ruß vielleicht mal abkratzen, aber im Großen und Ganzen ist das nie ein Problem. So, und was man jetzt niemals machen darf, ist eben Kocher an und das Ding da einfach drauf, ohne dass was drin ist, weil dann ist es auch schon kaputt. Gerade bei beschichteten Sachen ist das dann ganz, 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 ganz doof, weil wenn man sich die Beschichtung kaputt macht, kann man es gleich wegschmeißen. Die Beschichtung als solche sollte man ja nicht mitessen, das heißt, die sollte immer schön bitte intakt bleiben. Daher nochmal ist so ein Beutel auch sehr hilfreich, weil damit schützt man ja auch die Innenbeschichtung, zumindest mit ein kleines bisschen Stoff dazwischen, dass andere Dinge im Rucksack nicht so schnell an der Beschichtung rumreiben, auch wenn die vergleichsweise robust zu sein scheint. Dazu aber noch kein Langzeitreview, das war jetzt nur so mal die ersten Benutzungen, Kurzeindruck sozusagen. So, und ja, damit das nicht schon alles gewesen ist, machen wir jetzt eben noch eine Kochprobe. Ich habe hier 2 Eier und die würde ich mir zusammen mit ein paar Scheibchen Salami, Schinken habe ich halt gerade nicht, zusammenbrutzeln, um mein Abendessen hier in der wunderschönen Pavillonhütte mit der tatsächlich sehr schönen Aussicht, in die Richtung ist übrigens auch nett, aber ja, ich habe halt keinen 360 Gedöns, hier dann noch zu verzehren. Ist auch schon langsam Abendessenzeit. Und dankenswerterweise haben wir Sommer und es bleibt einigermaßen lange hell. Es ist jetzt sogar heller als vor 2-3 Stunden. Da war die Wolke so dicht. Gut, wir machen mal.
Mit eben dem Soto Windmaster. Übrigens, Kaffeewasser. Eine realistische Menge für einen durchschnittlichen Kaffee, für einen halbwegs durchschnittlichen Kaffeemenschen am Morgen, ist in circa 2 Minuten heiß. Heiß, wohlgemerkt. Nicht unbedingt kochend, aber ich schätze so auf 80 bis 85 Grad, was meiner Meinung nach ausreicht. Oder auch für einen Tee am Morgen, also für mich als Teewasser, 2 Minuten. Eine Menge für einen Tee, eine Menge für einen Kaffee. Das langt, ja. Ohne dass du das Ding auf volle Kanne aufdrehst. Ja, wenn es eben kleine Portionen sein sollen. Willst du gleich einen halben Liter haben, dann dauert es vielleicht 3 Minuten, höchstens, bis das entsprechend heiß ist. Ganzer Liter braucht das so 4,5 Minuten in etwa unter Idealbedingungen. Ach so, shit. Seht ihr, ich vergesse immer die Hälfte, aber deswegen ist das Video so lang, damit mir hinterher noch was einfallen kann. Windmaster, warum heißt das Ding Windmaster zum Henker? Ne? Weil eben durch diese Innenausrichtung der Jets nach innen Wind fast keine Rolle spielt. Also im starken Sturm möchte ich damit nicht kochen, aber sobald ich auch nur Ansätze von einem Windschutz habe, wie hier diese Wand, ja, dann brauchst du keinen zusätzlichen Windschutz mitzuschleifen. Das ist für diesen Kocher wirklich nicht notwendig und das macht halt eben das Kochen so viel einfacher, wenn man nicht jedes Mal den Windschutz aufbauen muss. Wer gerne hantiert mit seinem Krempel und gerne alle viel Ausrüstung verwendet und da Spaß dran hat, ist ja alles völlig in Ordnung und legitim. Aber für mich ist es einfach angenehm, dass ich auf den Windschutz wirklich in 90% der Fälle kann ich darauf verzichten. Und in den 10% der Fälle, wo ich ihn theoretisch gern dabei hätte, muss ich halt dann irgendwie improvisieren, dann geht es auch trotzdem anders. Ja, also das ist auch nochmal so ein ganz wesentlicher Faktor. Wir könnten also auch problemlos oben auf der Bank, auf dem Dings da köcheln, nur bin ich nicht groß genug, um dann in meine Pfanne vernünftig reinzugucken, deswegen machen wir das hier unten. Ja, und klar, man muss ja auch nicht unnötig das Teil in den Wind stellen, um mehr Gas zu verbrauchen, weil ein bisschen gassparend ist es schon unter Windstille immer. Aber gehen auch ohne riesigen Gasverbrauch tut es eben auch bei durchaus moderatem Wind. Nicht nur ein bisschen, sondern es darf schon moderat sein, halt nicht Sturm. Ne? Aber ja, wer will da schon kochen? Gut. Ei. Ich würde euch ein kleines bisschen den Eiaufschlageprozess beschleunigen, weil das dauert. Ich bin ja ein langsamer Mensch, wisst ihr. Ne? Müsst ihr wissen. Upsa, das war knapp. Ich habe ein kleines bisschen Eierschale reingeschmissen wegen Vorführeffekt. Normalerweise klappt das besser. So. Jetzt habe ich Trottel natürlich vergessen, da jetzt irgendwie Öl reinzumachen vorher. Das wäre natürlich noch ganz interessant gewesen. Aber ich mache einfach jetzt noch ein bisschen was rein. Ne? Es schmeckt halt besser, wenn man ein kleines bisschen eine Fettkomponente verwendet hat. Und fragt mich nicht, wo man dieses tolle Teil hier kaufen kann, das habe ich mal geschenkt bekommen. Da sind standardmäßig viel so kleine Fläschchen drin und da kann man sich wunderbar quasi Salatzubehör für Outdoor verpacken. Ja, Salat oder eben Spiegelei, ne? Oder irgend sowas ähnliches wie Spiegelei. Das sind übrigens gute Eier hier ums Eck vom Biohof. Ja, wie auch immer. Jetzt ist was drin, jetzt können wir auch anmachen. Und das Schöne ist, durch die Piezo-Zündung muss man jetzt gar nicht groß die Pfanne runternehmen. Das kriegst du ja auch unten drunter angemacht. Zack. Ja, und da geht schon los. Ihr könnt sehen, ne? Das heißt, ich fahre mal lieber noch ein bisschen von der Hitze herunter. Und brennt in der Mitte auch schon an. Scheiße. Ja, wie gesagt, ne? Zentrales Hitze in der Mitte ist halt ein Problem. Man muss halt sehr schnell rühren. Ja, das muss ich mir nachher rausfischen. Scheiße. Naja, nicht so schlimm, kann man schon noch essen.
Ich habe mir ewig keine Eier mehr gemacht in der Pfanne. Und beziehungsweise auf Gas. Stümper at work. Aber ja, das ist halt eben genau das, was ich gemeint habe. Wenn man da nicht was drin hat und dann geht das halt rucki zucki. Und natürlich könnte man hier noch weiter runterdrehen. Ne? Also der hat schon Power, wenn es wirklich nur darum geht, Eier zu machen. Ne, ist nicht so schlimm, keine Angst. Ich bin auch nicht weit weg von daheim, also notfalls esse ich dann daheim noch was und da gucken wir dann nachher mal. Ich esse das jetzt erstmal uff und beziehungsweise fast und dann brutzeln wir uns einfach noch ein paar Scheiben Salami in der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Weil eigentlich wollte ich dann Salami noch dazu machen. Ihr seht, ich bin mal wieder verwirrt, wie immer. Ja, bis gleich. So, jetzt hat mich mein Stolz gepackt. Jetzt versuchen wir es doch spaßeshalber einfach nochmal. Also das meiste war essbar, das allermeiste. Nicht, jetzt vielleicht nicht so lecker, aber ja. So. Zack. Jetzt probieren wir einfach mal so. Die ist ja beschichtet, ne? Und ob wir da nicht einfach ein paar Scheibchen Salami einfach mal so drin anbrutzeln können. Nur mal so testhalber. Fettig sind die ja von alleine. Ja, wie gesagt, ist halt, hat halt Power, das Ding, geht alles rucki zucki und sehr gesundes Essen. Ja, das hat jetzt funktioniert. Gut, ich glaube, ich erspare euch kulinarisches Gestümper. Kochen müsst ihr selber, der Kocher kann es jedenfalls. Am Kocher liegt es nicht. Das ist der Soto Windmaster. Ich bin vollauf begeistert. Wie gesagt, ich habe den jetzt oft verwendet. Ich habe 2-3 Mal was anbrennen lassen. 3-4 Mal jetzt. Vielleicht waren es auch ein paar Mal mehr. Aber dafür kann der Kocher, wie gesagt, nichts. Also da muss man halt einfach wirklich gucken, dass man ihn schön klein runterstellt. Gerade mit kleinem Outdoor-Geschirr, dünnem Outdoor-Geschirr, Titanfännchen. Das habe ich zuletzt, glaube ich, auf Spiritus verwendet. Deswegen, ja, ich bin da einfach jedes Mal zu blöd für. Aber der Kocher ist super. Und wenn man nur Wasser kochen möchte oder primär Wasser kochen möchte, da kann man auch nichts falsch machen. Da kann auch ich nichts falsch machen. Von daher wäre das vielleicht nochmal positiv anzumerken. Wiegt um die 100 Gramm, habe ich auch nicht mehr ganz auswendig im Kopf, muss ich euch noch unten hinschreiben. Ist also, es gibt leichtere, ja, aber Komfort, Bedienung, Feinjustierbarkeit und so weiter und so fort. Für mich ist es mir lieber, ja. Aber wer noch ein paar Gramm extra sparen möchte und dem das nicht so wichtig und der wirklich nur Wasser kocht, der ist dann mit dem BRS 3000 oder wie das Ding heißt, sicherlich auch ganz gut beraten. Bedanke mich und vielleicht hattet ihr was zu lachen und ich versuche jetzt noch was Vernünftiges zu essen hinzukriegen, halbwegs. Sehr gesund. Macht's gut. Ach, scheiß Vorführeffekt immer. Heieiei.